Willkommen zurück bei XCOM Germany. Ich finde erstaunlich, dass wir immer noch keine neuen Forschungen parat haben. Um irgendwas Vernünftiges zu machen, haben wir sowieso kein Geld. Und um noch was Schönes zu bauen, schwerer Laser brauchen wir eh nicht mehr. Brauchen wir alles nicht. Guten Rüstung. Ja. Ach, das ist alles traurig. Gehen wir mal in die Übersicht und hoffen. Wir drehen an der Wunderkugel und hoffen mal, dass jetzt keine Mission mehr kommt. Vor Monatsabschluss. Oh, hätte ich gar nicht abbrechen müssen. Der Pulsbogen wurde verbessert. Commander, Sie sollten sich das ansehen. Wir haben einen riesigen neuen Kontakt entdeckt. Wir sehen eine enorme Energiequelle. Was immer es muss schwerst bewaffnet sein. Wir sollten uns auf großen Widerstand einstellen. Sehr gut, dass wir hier nur so einen Pissflieger haben, wenn ich ihn mal so ausdrücken darf. Bereit für Nahkampf! In dem Zielanflug. Unter starkem Beschuss! Wir steigen aus! Das war ja eine super Sache, du. Kontakt entdeckt. Hilft mir nix. Haben alle keine Gaben, das hat sich immer gelohnt. Schmeißen wir noch ein paar von den Noobs da rein. Eingehende Übertragung. Auch wenn Ihre Arbeit in einigen Punkten zufriedenstellend war, erwarten wir mehr von Ihnen, Commander. Wir vertrauen auf Ihre Fähigkeit, zukünftige XCOM-Operationen effektiver zu gestalten. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn Ihre Anstrengungen weiterhin unzureichend sind. Commander, wir haben die Funkverbindung verloren. Denken Sie daran, wir behalten sie im Auge. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Das funktioniert hier so nicht. Ich brauche mehr Geld. Wer braucht den schönen Mutons? Hallo? Na, ich weiß, gleich wieder die Anfrage kommen. Aber wir brauchen doch, wir brauchen doch. Ich brauche bessere Flieger mit besseren Kanonen. Keine weitere Diskussion. Ich habe zwei neue Flieger gestellt, die sollen beide Plasma bekommen. Wunderbar. So, jetzt aber. Greife Feind an! Jawoll! Ätra, das ist der Punkt, den wir brauchen. Also, wir haben schwere Schweber, wir haben Elite-Mutern, Sektopod, Drohnen und einen Äther. Und 10 Leute Besatzung. Das heißt, wir haben den Ätra, das ist einer, Sektopod sind 2. Dreier-Team-Mutons, Dreier-Team-Schwere-Schweber sind jeweils 6. Sind wir bei 8 und noch 2 Drohnen. Kriegen wir doch hin. Zumal
unsere Leute wieder da sind. So. Unseren schweren Kollegen haben wir leider verloren. Aber letzte Mal hat sie sich hier ganz gut geschlagen, also gehört sie jetzt mit zum Team. Ja, Moment mal. Moment mal. Denn? Wem habe ich denn letzte Mal? Ah, hier. Nein, ich bin ja hier gerade. Immer mit der Ruhe. Und das Besondere an der Nummer jetzt ist, wir wollen den Ätherer gefangen nehmen. Das heißt jetzt aber auch, ich habe noch eine Titanrüstung übrig. Hier hat bereits eine Titanrüstung. Wer hat denn die? Sie hat die Geistrüstung, das ist auch gut so. Okay. Okay, dann treten wir dem jetzt mal in den Arsch, dem Ätherer. Das Fiese an einem Ätherer ist, die können... Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Das Fiese an einem Ätherer sind, das sind die psi-stärksten Aliens. Das heißt, die können uns auch kontrollieren. Wenn wir also willensschwache Leute dabei haben, und es ist etwas doof, dass wir einen Noob mitnehmen mussten. Sie haben dieses Schiff mit ihrer fortschrittlichsten Technologie geschützt.
Wir können also davon ausgehen, dass sich im Inneren etwas befindet, das für ihre Invasion extrem wichtig ist. Wir sollten uns auf schweren Widerstand einstellen. Sie werden es uns nicht kampflos überlassen. Kann das sein, dass das die Karte ist, auf der wir das erste Mal so richtig schön gewiped wurden? Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, diese eine Mission, wo dann plötzlich das Nerdchen umgebracht wurde. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Scanner ist in der Luft. Aha, da hinten ist auf jeden Fall schon mal das UFO. Was mir hieran nicht gefällt, ist hier eben den Weg, den wir nehmen müssen. Mir würde hier oben die erhöhte Position wesentlich besser schmecken. Die nehmen wir auch einfach. Bringt sie zur Strecke! Wir nehmen einfach die erhöhte Position und brechen dadurch. Da haben wir schön die Bäume als Deckung. Ja, also machen wir das. Gerade unsere Sniper werden sich darüber auch freuen, weil erhöhte Position ist für die immer natürlich ideal. Was war das für ein Geräusch? Feinde gesichtet. Na wunderbar, genau in der anderen Richtung. Da, wo ich es gerade gar nicht gebrauchen kann. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich kann mich nicht so vorwärts bewegen, dass ich beides hier in meinem Auge habe.
muss jetzt hier auf Nummer sicher gehen. Da hilft alles nichts. Ah, ist das schön, wenn man diesen Sniper hat, der in der Zone sein kann. X-Ray ausgeschaltet. X-Ray ausgeschaltet. Und zurück in die Deckung mit dir. Da muss ich dran denken, dass er das kann. Das ist nämlich die allerwichtigste Sniper-Eigenschaft. So, das heißt, wir können die Karte jetzt wieder so drehen, dass das uns etwas besser in den Kram passt. Renne mit tödlicher Geschwindigkeit. Und bewegen uns nach vorne. Auf erhöhter Position und mit guter Deckung. Auf jeden Fall dann denken, gleich einen unserer Sniper mal nachladen zu lassen. Hört ihr was? Das ist jetzt eine etwas ungünstigere Position hier. Aber nun gut. Deckungsmäßig ungünstig. Wir haben einen relativ weiten Weg vor uns. Jetzt bitte einmal nachladen. Sniper Nummer 2 darf sich hier hinten positionieren. Und mal hier vorne einen Gefechtsscanner hindeuen. Verschaffe mir eine Übersicht. Ja, so war das aber überhaupt nicht geplant.
Gun bringt mich in dem Moment jetzt irgendwie überhaupt nicht weiter. Spannend gerade. Hört ihr das? Wieso kommen die Geräusche denn jetzt von rechts? Tödlicher Geschwindigkeit. Risiko. Wie weit links sind wir hier jetzt eigentlich schon? Wir hätten eigentlich was proggen müssen, wenn da was gewesen wäre. Sehr spannende Mission, was vor allem unserem Vorhaben liegt, den Ätherer ja gefangen zu nehmen. Also jetzt hier von links nach rechts, von rechts nach links. Da oben links ist irgendwas und das schnappen wir uns jetzt. Verfehlt. Ausgeschaltet.
Still, habt ihr was gehört? Also das Sektopod kann ich offiziell noch gar nicht sehen. Was ja auch mal interessant ist. Oh Gott. Ich lerne das nie. Ich werde das einfach nie lernen. Tödlicher Geschwindigkeit. Schauen wir doch mal. Wir bereiten den nächsten Zug erst vor. Auf sowas hatte ich nämlich gehofft. Dass der Depp aus seiner Deckung geht. Hier kommen wir gleich erst. Er kann das Ding gar nicht sehen. Er kann es auch nicht sehen. Aha. Darauf hat er also gewartet. Bei mir prasselt der Tod nieder. Bei mir prasselt der Tod nieder. Pass auf die Seiten auf! Ja, und jetzt verpiss dich. So. Das
macht also jetzt schon mal 5 Gegner, die weg sind. Da waren es nur noch 5. Hier machen wir gleich die Wiederbelebung. Alles wunderbar. Und vor allem immer jetzt schön mit der Ruhe. Wir haben ja gerade alles wieder im Griff. Sektopoden sind ja nur immer die fiesesten Gegner, weil die so viele Treffer einstecken können. Und uns ja auch noch so fies hier in der Deckung verschanzen. Bereit zum Angriff. Ich lade im Zweifelsfall mal überall, wo ich nachladen kann, die Waffen auch nach. Was wir haben, das haben wir. Hört ihr das? Wir haben gerade jemanden verloren. Wie, wir haben jemanden verloren? Ja, sorry, schneller ging es echt nicht. Ah, die eine Runde, die zu viel war, verschwendet wurde. Das heißt, wir haben noch unseren. Nur einen einzigen. Mediziner hier am Start. Bin bereit. Ach ey, ach ey, ach ey. Läuft. Die Sektorpods, das sind echt die gefährlichsten. Bringt sie zur Strecke! So, mit ihm hier können wir Run and Gun bis hier vorne machen. Guter Scheiß. Aber er sieht überhaupt nichts. Das heißt aber auch, dass wir mit den anderen Leuten jetzt etwas beruhigt vorrücken können. Sniper lassen wir mal schön an einer erhöhten Position. Wegen dem Opportunisten-Bonus. Und der andere Sniper kann schön ein bisschen vorne mit rein. Wobei ich glaube, die Positionen genau falsch rum sind. Was war das für ein Geräusch? Wenn die Aliens diese Tarntechnologie speziell zum Verbergen dieses Raumschiffs einsetzen, muss sich im Inneren etwas extrem Wertvolles befinden. Oder etwas extrem Gefährliches. Ein Ätherer ist da drin. Es stand eben schon auf unserem Ausdruck. Falls ihr den gelesen haben solltet, ihr wisst schon. Dieser Zettel. Mhm.
stand, wer hier überall an Bord war. Hm? Erinnert ihr euch vielleicht so ein bisschen? Ja, bringt jetzt nichts. Ich muss meine Sniper auch mit ins Gefecht reinziehen. Wieso? Ich sage aber, es wird da vorne eine Leiche liegen. Ja, im Sinne von Sniper mit reinziehen, weil ich habe ja einen Soldaten weniger. Was gehört? Scheint mir so, als wären die alle in der Kommandozentrale von dem scheiß Raumschiff. Ich weiß ja schon, wie das Raumschiff aussieht. Und es gibt ja diesen einen Raum, wo normal 3 Aliens drin sind. Ich habe aber bisher nur 5 umgebracht. Und wir hatten doch 10, die uns angezeigt wurden. Das heißt, es müsste sich ja sonst noch irgendwo einer rumtreiben. Was gehört? Okay, gehen wir rechts oder links rum? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Ich würde sagen, wir gehen links rum. Renne mit tödlicher Geschwindigkeit. Da kommen sie. Aha. Sie versuchen uns zu attackieren. Dreckschweine. Ich bin mir hier auf die Distanz so nah zu kommen. Getroffen. Ein bisschen drauf, dass der gleich die Flucht ergreifen wird. Wenn nicht, muss ich bereit sein. Das heißt, ich brauche ein paar Feldposten. Risiko? Ah, ich sehe ihn aber, ich sehe ihn aber. Komm schon, komm schon. Okay, was macht er? Sie wollen sich zurückziehen! Der Schuss gehört Mr. Zulu. Eindeutig. Als Rache. Daneben. Ziel steht noch. Das ist keine Bedrohung mehr. Ha!
packen wir es an. Ihr werdet gleich sehen, was ich hier treibe. Es geht darum, dass da jetzt drei Aliens drin rumlungern, im wahrsten Sinne des Wortes. Eins davon ist der Ätherer. Bin bereit. Die ganze Nummer ist jetzt nicht so einfach zu machen. Also muss man seinen Leuten halbwegs gute Position geben. Dann auf das Beste hoffen. Ihm hier müssen wir auf jeden Fall noch ein Medikit verpassen. Bevor wir die Tür aufreißen. Hört ihr das? Oh, schmier Erde drauf, Weichei. Dann wollen wir mal. Das ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Aufgrund seines Erscheinungsbildes würde ich vermuten, dass dieses Alien sich nicht auf rohe Gewalt verlässt. Ihre Truppen sollten extrem vorsichtig sein, Commander. Mir war es lieber, als ihre Bewaffnung offensichtlich war. Commander, dieses Gerät muss äußerst wichtig für Sie sein. Wir sollten es unbedingt in unsere Gewalt bringen, um es untersuchen zu können. Erste Amtshandlung. Der Sniper hält mal rein und entsorgt schon mal einen von den Jungs. Weggefegt. Oh. Hallo? Jetzt haben wir also nur noch Kollege Äther. Er wird es mit Gedankenkontrolle probieren. Unfassbar. Dieses Alien hat irgendwie geschafft. Die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Sauber.
nicht komplett kaputt machen. Gerne fangen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass der mich hier ordentlich verplättet, wenn ich das jetzt probiere. In der nächsten Runde jetzt alle Daumen drücken. Er darf nur ihn nicht nehmen. Ja! Guten Morgen. Setze Ziel fest. Ich habe ihn! 1,21 Gigabyte. Commander, die Operation war ein Erfolg. Ja! Okay, wir haben einen verloren, aber wir haben die Drecksau gefangen. Unser Sniper konnten wir auch retten, weil er nicht vor Ende ausgeblutet ist. Fantastisch. Oh, ganz fantastisch. Extrahiert aus einem getarnten Schiff und bewacht von dem mächtigsten Geschöpf, das wir je gesehen haben. Was glauben Sie, ist es? Ein Objekt mit immenser Kraft. Denken Sie, was wir damit tun könnten, wenn wir seine Geheimnisse entschlüsseln. Ein gefährlicher Gedanke, Doktor. Wir tun es erstmal in eine Kiste. Sir, ich empfange da etwas. Noch ein getarntes Schiff? Nein, Sir. Es ist groß. Sagen Sie mir, dass es sich um ein fehlerhaftes Signal handelt. Ich wünschte, ich könnte. Dieses seismische Ereignis entstand direkt unter unserem neuen Kontakt. Mit unserer Ausrüstung könnten wir dem Ding nicht mal einen Kratzer verpassen. Wenn Sie beide noch irgendwelche genialen Ideen haben, raus damit. Wir nähern uns dem Endgame. Dieses Ding zu stürmen, ist das große Ziel dieses Spiels. Kann jetzt keine kritischen Treffer mehr abbekommen. Und sie kann zweimal schießen. Noch ein lebendes Alien? Danken Sie Ihren Männern von mir, Commander. Es kann nicht einfach sein, Sie lebend zu ergreifen. Ich versichere Ihnen, das Forschungsteam wird dafür sorgen, dass sich Ihre Mühe gelohnt hat. Erst verhören wir den Kollegen. Und
wenn wir damit fertig sind, dürfte unser Mr. Zool auch wieder gesund sein. Also mit dem Verhör und mit dem Erforschen des Geräts hier. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die nächste Mission schon die alles entscheidende letzte wird. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.